Seid gegrüßt, liebe zottelhaarige und bierbäuchige Baller-Baller-Barbaren und solche, die mit welchen zusammenleben müssen. Ganz, ganz, ganz herzlich willkommen zu diesem herrlichen, emotional herausfordernden Abend hier bei Schläferz, ihrem charmant bis schonungslos schizophrenen Scheißfilm-Antiquariat. Diesmal mit einem echten Kinoklassiker der katastrophal kaputten Kotfilmkultur, sozusagen dem weißen Wal des Wahnsinns, dem Moby Dick der dummdreisten Doof-Movie-Diarrhoe. Apropos Moby Dick, Schweinchen schlau, könntest du vielleicht mal ganz kurz dein stinklangweilig selbstverliebtes Begrüßungsgeschwafel ein bisschen abkürzen, bevor mir noch der Sack einschläft und einfach sagen, um welchen Film es heute überhaupt geht? Hab ich das noch gar nicht erwähnt? Nee. Hab ich mich wohl verplaudert. Ladies and Gentlemen, today we proudly present Arthur, der Unbesiegbare. Arthur, sag mal, kennst du den etwa nicht? Herr Arthur und Herr Betor saßen vorm WC-Tor. Da klemmte wohl das Drehtor. Meine Fresse! Wie kann ein einziger, dicker, sagen wir mal, Mensch nur so viel Dünnschiss reden den ganzen Tag? Dir schwallt ja der Schwachsinn aus der Fontanelle, als wärst du ein sprudelnder Springbrunnen der Scheißelaberei. Natürlich weiß ich, wer Arthur ist. Ich wollte nur nicht glauben, dass du dich allen Ernstes traust, den armen Zuschauerschweinen da draußen, ja? Und vor allem mir, einen solch frech und vorsätzlich verrumsten Filmfurz mit Land vorzusetzen. Oh, Contenance, mein lieber Pisslaune-Peter, ne? Arthur, der Unbesiegbare, ist ja nun wohl keineswegs irgendein austauschbarer Kackfilmköttel auf dem bedeutungslosen Boulevardbürgersteig beliebiger B-Movie-Bumsbirnenbespaßung. Nein, Arthur ist eine katastrophenkulturelle Klappspaten-Höchstleistung und genießt absolut zu Recht Kultstatus bei furchtlosen Feuilletonisten und Filmfanatikern. Mhm. Naja, wenn du mit furchtlose Feuilletonisten, stinkfaule, fettwampige Nerds ohne geregeltes Einkommen oder Sinn für menschliche Körperhygiene meinst, die mit Ende 30 noch bei Mutti im Keller wohnen und hauptberuflich Pizza fressen und sich an den Klöten rumfummeln und auf der Playstation die schönsten Kriege der Weltgeschichte nachspielen, dann gebe ich dir recht, okay. Ja, ach komm, Peter, jetzt hör mal bitte auch auf, dich immer nur über meine Hobbys lustig zu machen, ne? Außerdem hast du bei Mama und mir immer sehr gern übernachtet, wenn die wieder eine deiner komischen Frauen rausgeschmissen hat. Du hast so oft auf meiner Club-Couch gelegen, ich dachte, ihr würdet heiraten. Ja, gut, damals, also von einer gefühlten Ewigkeit, das kannst du doch jetzt nicht komm, mehr... Komm, letzte Woche ist was? Keine Ewigkeit, Peter. Das ist noch nicht mal damals. Ne? Erst heute früh bin ich auf dem Weg zum Klo auf die Fresse gefallen, weil ich mich wieder in einer deiner alten Unterhosen verheddert habe, Mensch. Okay, lassen wir mal die Haarspaltereien und kommen zurück zum Thema. Arthur, der Unbelehrbare, ist doch nichts anderes als der verzweifelt vergurkte Versuch, sich ganz schamlos und billig an den Erfolg von Conan, der Barbar, heranzuhängen. Und dabei ist dies ja sogar noch der zweite Teil einer sogenannten Fantasy-Saga, deren beiden erste Teile außer ihrem blödglotzenden Bizeps-Bubi eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Ja, ich erinnere mich sogar, dass ich irgendwann als Schüler mal versucht habe, den ersten Teil namens Arthur, Herr des Feuers, komplett anzuschauen. Worauf ich zwei Tage später in der Notaufnahme aufwachte mit Verdacht auf Hirnblutung und Inkontinenz. Mhm. Irgendwie sind in den frühen 80ern diese hingerotzten Rip-Off-Filme ja aus dem Boden geschossen wie faulige Fußpilze der Vollversager-Filmindustrie. Ja? Obwohl es Asylum noch gar nicht gab. Auch die zwei Arthurs, Arthuren? Arthur-Zeile ja. Wurden innerhalb nur eines Jahres so ratzfatz Gedanken wie lieblos heruntergekurbelt, da dauerte die Belichtung des Films länger als der ganze Dreh. Ja, ich weiß, was du sagen willst, Peter, ne? Nimm das, Stanley Kubrick. In der Zeit, die du brauchst, um Jack Nicholson eine Tür aufhacken zu lassen, drehen andere Regisseure ganze Filmreihen. Jawohl, das erinnert an die berauschende Sturm- und Drangzeit der Nouvelle Vague. In ihrer spontan schnellen Kreativität fast schon als Mahnung zu verstehen an bremsend übertriebene Professionalität und... Nein, das erinnert nur an eine riesige, übervolle, billige Mülltüte, die einem im Treppenhaus reißt, weil man zu schnell gelaufen ist und sie eine Scheißqualität hatte. Und dann liegt der faulige Dreck da und stinkt. Aber wenn das Arschloch von Nachbar meckert, sagst du einfach, das wäre Kunst und verlangst von ihm Geld dafür. Daran erinnert das.
okay, ja, auch eine mögliche Betrachtungsweise, ja, die sich sogar stützen lässt durch die Nennung des verantwortlichen Regisseurs, nämlich kein geringerer als der berüchtigte Joe D'Amato unter dem Pseudonym David Hills, vor allem bekannt für SM-Billigbumsereien wie Foltergarten der Sinnlichkeit und verheerend miesen Metzelmurks von Man-Eater, der Menschenfresser, bis Nackt unter Kannibalen. Ach du Scheiße. Spielt denn wenigstens irgendwer Bekanntes mit bei Astor, der Unbesackharte? Wer ist das überhaupt, dieser langhaarige Muskelmichi im Nietenschlüpper mit den Pferdefellschuhen und dem Sicherheitsgurt vor dem Brustkasten? Das, mein Lieber, ist kein geringerer als Miles O'Keefe. Ein Jahr Ante-Arthur, berühmt geworden als Titelheld im weltberühmten Bo-Derek-Stinker Tarzan, Herr der Affen. Naja, und After Arthur stand ihm filmtechnisch ja quasi die ganze Welt offen. Da folgte dann so gut wie gar nichts mehr. Nicht? Laut Regisseur hatte er wohl auch eine Art Anabolika-induzierten Dachschaden davongetragen, der in Depressionen und schweren religiösen Wahnvorstellungen mündete. Wir kennen das ja, nicht? Interessant. Und wer ist die brünette Bücklise mit dem Bärenfellschweißband und Opas altem Zinnteller vor den Möpsen? Oh, das ist Lisa Foster. Die spielte danach noch eine kleine Handvoll unbedeutender Minirollen irgendwo und blieb der Filmbranche als Visual Effects Artist allerdings bis heute treu. Ja, eine Frau mit vielen Talenten. Nur die Schauspielerei gehörte halt leider nicht dazu. So wie sich das anhört, könnte es vielleicht sein, dass die Macher nach Ende der viertägigen Dreharbeiten zum ersten Teil dachten, Mensch, der Vertrag mit Mucki Miles läuft ja noch eine Woche, lass uns doch noch einen zweiten Teil hinterher schieben. Scheiß aufs Drehbuch, hat ja bisher auch ohne Story funktioniert. Wir holen uns einfach noch so ein paar billige Dilettantendarsteller, fahren mit denen in den Wald und drehen, was uns gerade einfällt, wenn wir genug gesoffen haben. Ja, ich denke, da hast du das universale Kunstkonzept dieser Filmversuchsreihe sehr treffend zusammengefasst. Ich habe übrigens eidesstattliche Aussagen verschiedenster Filmkritiker der letzten Jahrzehnte vorliegen, die lückenlos feststellen, ganz allgemein handelt es sich bei Arthur, der Unverschleimbare, um, ich zitiere, ein Zeugnis völliger filmischer Inkompetenz aller Beteiligten und auf allen Ebenen misslungen. Mein lieber Peter, das ist doch wohl purer Schläferz in seiner reinsten Form. Hm? Was soll ich mehr sagen? Vielleicht endlich mal das einzig wirklich Wichtige, nämlich welche Dampfhammer-ähnliche Durchhaltedröhnung du uns heute an der bewusstseinsbetäubenden Barbarenbar zusammengebraut hast und wann wir diesen liquiden Laternenanzünder zu uns nehmen wollen. Gut, dass du fragst. Passend zu unserem heroischen Hauptdarsteller kredenzen wir heute den majestätischen Miles O'Keefe Aperitif, auch bekannt als Schieferkiefer-Zungentriefer. Ja, ein rüpelhaft reaktionsretardierender Rachenraum-Rabauke und lustvoller Leberstabilis. Arthur, wenn du verstehst, was ich meine. Köstlich. Ja, ja, ja. Und ich würde vorschlagen, wir heben immer dann das Glas, wenn Arthur seine Klingen mit einem Gegner kreuzt. Denn schließlich ist er nicht nur stolzer Doppelschwertträger, nein, auf Englisch heißt der Film auch Arthur the Blade Master. Okay, okay, das klingt vernünftig. Also immer, wenn Arthur, der Blödmeister, die Schwerter klingen lässt, läuten wir die Glocken. Einverstanden. Liebe Zuschauer, füllen Sie die Gläser, machen Sie den Oberkörper frei und reisen Sie mit uns in die Vergangenheit von irgendwem, irgendwo, irgendwann. Übrigens, wie nennt man Arthur, wenn er ganz schlimme Blähungen hat? Genau. Ventil-Arthur. Verrückter Hund. Na gut, Film ab. Ah, herrlich. Vor tausenden von Jahren entstand in den nebelverhangenen Tälern der Urzeit, unter schlafenden Vulkanen und ungeheuren Eisfeldern die Legende von Arthur, dem heldenhaften Kämpfer für Recht und Gerechtigkeit, dem Feind des Bösen und Verschlagenen, dem Helfer der Unterdrückten und Geknechteten. Thank you.
ihre ersten Schritte in eine noch ungewisse Zukunft getan. Wilde, tierähnliche Wesen, grausam und unwissend, bevölkern die Höhlen der Urgebirge und suchen in den Tiefen der Berge Schutz vor den Dämonen des Sturmes und der Nacht. Aber in einigen von ihnen glüht bereits ein Funken höherer Intelligenz. Sie haben gelernt, das Feuer zu beherrschen und denken schon über Gut und Böse nach. Doch auch Neid, Missgunst und Machtgier machen sich breit. Sind jedoch auch Zivilisationen entstanden wie die unsere. Ob sie die Menschheit zu Höherem führen, muss ich erst noch zeigen. Du hast mich gerufen, Vater. Was hast du? Mach dir etwas Sorgen? Ich habe dich noch nie so bekümmert gesehen. Ich habe heute Nacht eine Entdeckung gemacht, die der Menschheit Glück bringen oder furchtbares Unglück für uns alle bedeuten kann, wenn sie in die falschen Hände fällt. Es wäre das Ende unserer Welt. Komm, mein Kind. Ich bin ein alter Mann und weiß nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Vater, wenn deine Entdeckung so furchtbare Folgen haben kann, zerstöre sie doch oder verbirg sie, dass niemand sie missbrauchen kann. Irgendwann würde ein anderer das Gleiche herausfinden. Nein, mein Kind, der Wissensdurst der Menschen ist zu groß, als dass man irgendetwas vor ihnen verbergen könnte. Viel wichtiger ist es, dafür zu sorgen, dass große Entdeckungen in die richtigen Bahnen gelenkt werden, damit sie der Welt zum Segen und nicht zum Fluch gereichen. In den kleinsten Teilen ist ungeheure Energie gespeichert. Liegt Leben oder Tod. Das Strahlende durchdringt alle Materie. Es kann vernichten oder aus der Welt für die Menschen ein Paradies machen. Und wie willst du verhindern, dass es missbraucht wird? Das werde ich dir sagen. Es gibt nur einen Mann, dem ich vertraue. Und du wirst ihn mir herholen. Du bist die Einzige, die das kann. Ich habe dich gelehrt, wie man Gefahren begegnet. Sag mir, was ich tun soll. Zwei meiner Schüler sind mächtige Männer geworden. Einen von ihnen musst du suchen. Arthur. Arthur ist der Sohn des großen Thoren. Damals terrorisierten die Ritter der Schwarzen Spinne das Land. Ihr hoher Priester war Daka, der dem Spinnengott tausende von Menschenopfern brachte. Daka überfiel mit seinen Reitern auch die Burg Thorens, in die sich hunderte von Bauern geflüchtet hatten. Thoren wurde getötet und Arthur niedergeschlagen. Als einer der schwarzen Reiter auch ihn töten wollte, traf den Mörder der Pfeil des treuesten der Gefolgsmänner Thorens Griefer. Doch Arthurs Schwester Sunja wurde von Daka entführt. Griefer pflegte Arthur gesund und ließ ihn schwören, seines Vaters Tod zu rächen. In einer Berghöhle lehrte er ihn die Kunst zu kämpfen. Und Arthur wurde sein bester Schüler, der bald seinem Meister überlegen war. Wenn irgendwo jemand in Not geriet, war Arthur zur Stelle.
Und dann kam der Tag, an dem Grieber glaubte, jetzt könne Arthur den Kampf gegen Dakar bestehen. Er holte Thorins Schwert, das er gerettet hatte, aus seinem Versteck und ließ Arthur schwören, Dakar damit zu töten. Arthur machte sich mit seiner Gefährtin Dalia auf, das Reich der schwarzen Spinne zu zerstören. Aber zuerst musste er die Hexe Idun überwinden, die Thorins Schild geraubt hatte und durch eine Schar lebender Toten bewachen ließ. Dalia wurde getötet. Doch Arthur fand den Schild seines Vaters, den keine Waffe durchdringen konnte. Mit Thorins Schwert kämpfte er gegen die Schatten der Toten, die ihm den Weg zu Dakar versperren wollten. Schließlich gelangte er in den heiligen Bezirk des Spinnengottes. Er schlug die schwarzen Krieger der Leibwache Dakars und stand endlich dem hohen Priester selbst gegenüber. Der Schild Thorins blendete und vernichtete Dakar. Das Schwerste stand Arthur aber noch bevor. Er zerriss das Netz, in dem die Opfer der schwarzen Spinne hingen, und sah zum ersten Mal das grauenvolle Monster, dem sie dargebracht wurden. Der Kampf war kurz. Thorins Schwert durchbohrte den haarigen Leib des scheußlichen Ungetüms. Und das Blut der schwarzen Spinne drang in die Erde ein. Grieber brachte Arthur zu mir, damit ich ihn in die Geheimnisse der Wissenschaft einweihe. Er und Tong, ein Mann, der aus dem Osten kam, wurden meine Schüler. Und Tong lehrte Arthur, seine Kräfte so zu entwickeln, dass keiner ihn mehr besiegen konnte. Ich glaube, es ist genug, Tong. Die Übungen mit den Felsblöcken sind gut. Ja, wirklich, ich spüre es hier an meinen Bauchmuskeln. Mhm. Du musst noch lernen, wie die Samurai zu fechten. Schon besser als ich. Vater. Ja, mein Kind. Du sprachst von zwei mächtigen Männern. Du meinst, Tong wäre nicht der Zweite. Du hast recht, mein Kind. Der Zweite ist mein Schüler Soran. Ich habe von Soran doch nur Schlimmes gehört. Soran und Arthur waren einmal Freunde, aber Soran wurde von Machtgier verblendet. Er ist schlimmer als Dakar geworden. Ich kann dich doch nicht allein lassen, Vater. Du brauchst dir um mich keine Sorgen zu machen. Ein alter Fuchs wie ich tappt nicht so schnell in eine Falle. Und wenn, dann weiß er auch alle Schliche, mit denen er sich wieder befreien kann. Also geh, mein Kind, und suche Arthur. Je schneller du zurück bist, desto besser für uns. Lauf! Aber ich kann tu, was ich dir gesagt habe. Und sei vorsichtig. Ja.
Erlaubt, eure schmutzigen Hände an einen Mann wie Akronos zu legen. Ihr Hunde seid nicht einmal wert, seine Füße zu lecken. Schert euch weg! Hinaus! Lass dir helfen, Akronos. Ich war der Meinung, dass ein Mann wie der weise Akronos seinem unwürdigen Schüler längst vergeben hätte. Vielleicht habe ich diesen Grad der Weisheit noch nicht erreicht. Soran, ich bin immer nur ein schwacher Mensch gewesen. Dann könntest du in mir einen Beschützer finden. Es gibt viele, die einen Mann wie dich in ihre Gewalt bringen möchten, um sein Wissen für sich auszunutzen. Es wäre schade, wenn sie dich zu ihren Sklaven machen würden. Ja, und du meinst, es wäre besser, wenn ich bei einem so selbstlosen Menschen wie dir Schutz suchte. Du hast dich immer noch nicht geändert, Soran. Und du bist immer noch der alte Dummkopf. Aber lass nur. Wir werden uns prächtig verstehen. Wir können die Welt beherrschen, Akronos. Meine Kraft und dein Genie werden unüberwindbar sein. Du wirst sehen. Herr, das Mädchen ist entflohen. Wir haben sie erst gesehen, als sie schon weit weg war. Und ihr seid nicht hinterher, ihr Hunde. Bringt sie zurück, oder ich werde euch... Wie du befiehlst, Herr. Gelassen hat. Was ist daran merkwürdig? Hätte sie auch deine Sklavin werden sollen? Die Tochter meines Freundes Akronos als Sklavin? Ich würde sie wie eine Prinzessin behandelt haben. Aber es interessiert mich zu wissen, wohin sie geflohen sein könnte. Ja, wenn ich das wüsste. Denk einmal scharf nach. Vielleicht fällt es dir ein. Es würde dir viel Ärger ersparen. Und mir Arbeit. Wir werden sehen. Was werden wir sehen? Hol mir die Landkarten her. Es ist das bisher beste Schwert. Aber es ist noch nicht gut genug.
Vielleicht war die Mischung nicht richtig. Wir sollten es mal mit mehr Zink versuchen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann härter wird. Die Mischung ist jetzt neu. Komm, Tom, wir legen sie auf mein Bett. Ja. Deine Tochter ist nach Osten geflohen, in die Berge. Was sucht sie da? Oder wen? Arthur. Hast du sie zu ihm geschickt? Er war doch dein Lieblingsschüler, habe ich recht? Und du hast ihn mir doch immer vorgezogen. Alles, was du mir an Wissen vorenthalten hast, hast du ihm vermittelt. Aber der Mächtigere bin ich geworden. Und auch Arthur wird mich nicht aufhalten. Peter, ne? Geht's jetzt besser? Spürst du wieder was? Ein bisschen so? Ja, danke. So. An ein paar Stellen spüre ich schon wieder so ein ganz leichtes Kribbeln. Ja. Du, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ja, du, ich auch nicht, Peter. Ne? Ich meine, wir haben friedlich den ersten Teil von Arthur der Unausstehliche geschaut und irgendwann hast du einfach nur noch so mit offenem Maul dagesessen wie ein ausgestopfter Karpfen mit Finger im Hinter und nicht mehr geatmet. Ich weiß nicht. Stimmt. Arthur, da war dieser nackte Körperklaus in der Bärenfellbuchse mit der Heißluftfriese. Richtig. Für die jede andere Frau morgens 4 Stunden brauchen würde. Und, oh Gott, der Film hat mir ganz langsam die gesamte Lebensenergie aus dem Körper gezogen. Ja, du, das kann vorkommen, ne? Aber zum Glück hatte ich ja noch ein paar von den magischen Würsingblättern in der Hosentasche, ne? Das hat dich gerettet, ja. Sag mal, an was kannst du dich denn noch erinnern? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich war da am Anfang, also da war eine Art Afterwork-Paleo-Grill-Party mit irgendwelchen ungewaschenen Knallkopf-Hipstern in so einer blau angestrahlten Eventhöhle. Ja, fast richtig. Das war eine kleine Hommage an den Anfang von Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltall, nachgespielt von der bematschten AG der Dorftrottelschule Deppendorf. Die Menschheit hat ihre ersten Schritte in eine noch ungewisse Zukunft getan. Wilde, tierähnliche Wesen, grausam und unwissend, bevölkern die Höhlen der Urgebirge und suchen in den Tiefen der Berge Schutz vor den Dämonen des Sturmes und der Nacht. Aber als die dann irgendwie angegriffen wurden, da kippte ich das erste Mal weg, als wäre ich in einer Zeitschleife und würde immer dasselbe sehen. Nee, das war wirklich so. Die haben beim Angriff der Höhlenmenschen auf die anderen Höhlenmenschen aus Kostengründen einfach die gleichen Szenen immer mehrfach hintereinander gezeigt. Weißt du, das spart ungemein Drehzeit. Aber dann
Habe ich das geträumt oder hat gleich um die Ecke von den grunzenden Affenhorden in einer sauber gefegten Nachbarhöhle so ein alter römischer Nuklearphysiker mit seiner scharfen jungen Putzfrau gewohnt? Die hatte so eine silberne Knabberschale um den Hals hängen und ein Stirnband, als wollte sie gerade zum Aerobikkurs. Und der olle Tatterkreis in der Tuntentoga hatte den Tag vorher beim Kacken die Atomkraft erfunden, glaube ich. Das Strahlende, um genau zu sein. In den kleinsten Teilen ist ungeheure Energie gespeichert. Liegt Leben oder Tod. Das Strahlende durchdringt alle Materie. Aber obwohl Gevatter Sinilius, der blendende Leuchtstab, erst gestern aus der Rosette gerutscht ist, hat das ja sofort der böse Zoran mitbekommen. Ich meine, hätte der Idiot vielleicht nicht einfach gleich twittern oder als Selfie bei Facebook posten sollen? Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Meine Fantasie ist da, glaube ich, amok gelaufen. In meinem Delirium gab es neben den stinkigen Urmenschen und Opa Oppenheimer auch noch reitende Hunnenhorden, einen Samurai im Bademantel, einen unbekleideten FKK-Freddy beim Brocken-Bodybuilding und so eine schwindsüchtige, kajalverschmierte Mongolenschwuppe. Die hatte so eine Art BH aus einem alten Ledersattel, einen schmiedeeisernen Vogelhut und die dämlichste Lache, die ich je gehört habe. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, was man alles so für einen Quatsch träumt, wenn man ins Wachkoma fällt. Nun, Peter, ich glaube, ich muss dich enttäuschen. Du bist gar nicht eingeschlafen. Das ist alles wirklich so passiert bei Arthur, der Unfrisierbare. Ne? Außerdem wurde noch fotzenfrech richtig übel Zeit geschunden, indem man einfach ungefragt in aller Ruhe ganz gemächlich nochmal den ersten Teil nacherzählte. Der übrigens lustigerweise eine ganz andere Geschichte hat, als die hier behauptet wird. Ne? Ja, und ansonsten ist ehrlich gesagt so gut wie noch gar nichts passiert bisher. Ne? Um Gottes Willen, das klingt ja schlimmer, als ich es befürchtet hatte. Aber sag mal, ich erinnere mich auch noch an so eine schwül-erotische Szene zwischen dem nackten Arthur und seinem chinesischen Loverboy. Die Erinnerung ist verschwommen, aber es war ziemlich heiß. Irgendwer hat irgendwem was geblasen, aber Arthur hatte trotz Riesenprängel irgendwie Erektionsstörungen oder so. Vielleicht war die Mischung nicht richtig. Wir sollten es mal mit mehr Zink versuchen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann härter wird. Ja, ein gewisser homoerotischer Subtext lässt sich hier wahrlich nicht verbergen. Das könnte vielleicht auch erklären, wieso der pornobärtige Zoran aussieht wie das vergessene siebte Mitglied der Village People. Und warum Arthur, der Unsägliche, an der knackigen Mira so gelangweilt rumdrückt wie ein Eunuchenmetzger beim Bulettenkneten, ja. Während sein eifersüchtiger China-Koch versucht, sie mit mutierten Riesenwirsingblättern zu ersticken. Apropos, was ich schon die ganze Zeit fragen wollte. Warum tragen wir eigentlich diese bescheuerten Klamotten? Vor allem, warum habe ich hier die Sachen von dieser kleinen dürren Jammerschlampe an? Und du, also gerade du, mein massiver Moppelmeister, stehst hier als Arthur. Das ist doch abgrundtief absurd. Entschuldige mal, du kleinkarierter Körpernazi. Selbst unser kajalverschmierter Oberbösewicht sieht ja wohl eher aus wie ein halber Hahn vor dem Braten. Da kommt das ja mal gar nicht drauf an. Ein athletischer Körper ist zuallererst mal eine Sache der mentalen Einstellung. Wenn es nach meiner Vorstellung geht, dann bin ich Artolli, der Unverschönbare. So. Ach, hör doch auf, du bist doch höchstens Adipos Arthur, der Unwiegbare. Das ist so ein Scheißfilm heute. Da haben wir schon mal das Werk von einem amtlich geisteskranken Sadomaso-Titten-Wix-Film-Splatter-Regisseur. Und es gibt weder Blut noch Gedärme, nackte Brüste oder sonst was von dem, was die Filme von Herrn Darm Arthur bisher erträglich gemacht hat. Leck mich doch alle am Arsch mit Senf und Brötchen. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Gut, okay, also ich gebe es ja zu, schöner kann man das bisherige eigentlich nicht zusammenfassen. Ne? Gut, leiten wir doch einfach gemeinsam weiter. Hm? Film ab! Meine Wunde ist verheilt. Und ich bin dir sehr dankbar, Arthur, aber ich muss zu meinem Vater zurück. Kommst du mit mir?
Nein, noch nicht. Ich sage dir, wenn es soweit ist. Der Weg ist weit. Und es ist vieles dabei zu bedenken. Aber ich habe dir doch gesagt, in welch großer Gefahr mein Vater ist. Jeder Mensch ist in Gefahr, immer und überall. Dein Vater weiß, wie er sich wehren kann. Er ist ein großer Mann. Er ist kein Mann des Schwertes. Gegen Soran ist er hilflos. Du sagst, du wärst Akronas Tochter. Bist du es wirklich? Du musst es mir beweisen. Ich habe die kleine Mila gekannt, als sie ein Kind war. Wie sie jetzt aussieht, weiß ich nicht. Komm mit. Geh da hinein. Mila, wenn du des weisen Akronos Tochter bist, dann hat er dich auch gelehrt, wie du dir helfen kannst. Sei mir nicht böse, aber ich musste den Beweis haben. Mhm. Als ich deinen Vater vor Jahren verließ, sagte er mir, dass er dem Geheimnis der Materie auf der Spur sei, in der eine ungeheure Kraft stecke. Er wollte mir einen Boten senden, sobald es ihm gelungen sei, das Geheimnis zu lösen. Ich wusste nicht, dass du der Bote sein würdest. Komm. Ich weiß, dass du die Kräfte der Natur beherrschst, Akronos, und ich bewundere dich. Aber du bist nicht der Einzige. Hier ist einer meiner Freunde, Sandor, der genauso wie du über erstaunliche Fähigkeiten verfügt, die er auch zu nutzen weiß. Sandor, sieh diesem Mann tief in die Augen. Ich weiß, dass du seine Gedanken lesen kannst. Er hasst mich, habe ich recht? Ja, er hasst dich wie die Pest. Gut. Sandor, ich möchte, dass du jemanden für mich ausschaltest. Ihn vernichtest. Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist. Du wirst ihn finden müssen. Und wer ist dieser Mann? Arthur.
Sieh her, Kronos, welche Macht die Gewalt des Bösen hat. Sind, Tom? Dieser Nebel hat uns in die Irre geführt. Was ist das für eine Riesenhöhle? Ich kenne sie nicht. Was ist das? Hast du so etwas schon mal gehört? Komm! Hilda! Sie sind unsichtbar! Ich nehme die Seite hier. Thank you.
Wir müssen vorsichtig sein. Die Urmenschen kennen ihn sicher auch. Komm, Mila. Du hast versagt, Sandor. Und die Beute, die ich haben wollte, ist dir entkommen. Du Hund hast mich belogen. Deine Zauberkraft ist nicht mehr als die lächerlichen Tricks eines Schamanen. Ich weiß nicht, was meinen Zauber durchbrochen hat. So, du weißt nicht. Dann kann ich dich nicht mehr brauchen. Wache! Herr, dieser Mann ist ein Verräter. Er war dir doch ein ergebener Diener. Viele Jahre hat er dir mit seiner Kraft geholfen. Und jetzt willst du ihn fallen lassen, Soran? Kennst du keine Dankbarkeit? Peitsch ihn zu Tode! Habt Erbarmen, Herr. Du siehst, Sandor, was man gewinnt. Wenn man seine Dienste an einen eiskalten Machtmenschen verkauft, der nur sich und seine verbrecherischen Ziele kennt. Bringt ihn in den Kerker. Du hast Glück, dass ein Mann wie Akronos sich für dich einsetzt. Ich schätze ihn immer noch als meinen väterlichen Freund, auf dessen Rat ich höre. Also bedanke dich bei ihm, Sandor. Ich gebe dir 3 Tage, dann will ich von dir wissen, wie du mein Vertrauen wiedergewinnen willst. Das ist mir zu ruhig, Tong. Glaubst du, Soran gibt so schnell auf? Ich habe so ein Gefühl, als ob wir dauernd beobachtet würden. Als ob uns jemand folgte. Die Unsichtbaren aus den Höhlen? Die können es nicht sein. Die haben wir erledigt. Die Urmenschen sicher auch nicht. Wir müssen uns überraschen lassen. Da sind sie. Vielleicht haben sie uns noch nicht gesehen. Los, weg! Thank you.
Sind so ans Krieger nicht wert, aber sie halten uns auf. Wir müssen weiter. Akronos wartet auf uns. Solltest es dir überlegen, Akronos, wenn du Arthur überreden könntest, meine Pläne nicht zu stören, würde ich seinem Wort trauen. Wenn ich allerdings gegen Arthur kämpfen müsste, wäre das auch für deine Tochter. Ich muss zugeben, dass du als Mörder ziemlich einmalig bist. Aber als Erpresser solltest du dir etwas mehr Menschenkenntnis erwerben. Halt deine Zunge im Zaum. Du spielst mit meiner Geduld, alter Mann. Darüber bin ich mir im Klaren. Obwohl ich mich wundere, denn Geduld ist eine Tugend, die eigentlich nur den Großen und Weisen vorbehalten ist. Seit wann gehörst du zu denen? Du kannst mich nicht provozieren, auch wenn du dir noch solche Mühe gibst. Damit hast du bei mir kein Glück. Herr! Was willst du? Arthur hat die Ritter des Hondu-Clans getötet. Hier, Arthur! Wer waren die Männer, die uns angegriffen haben? Sie sahen anders aus als die schwarzen Krieger Surans. Ja. Kennst du sie? Ich habe sie noch nie gesehen. Aber ich... Warum haben sie uns überfallen? Sie sind die letzten Überlebenden vom Hondu-Clan. Es gab nur noch ein paar von ihnen. Suran hat den Clan ausgerottet. Suran? Dann hätten sie uns doch nicht überfallen sollen. Suran ist auch unser Feind. Suran hat sie dazu gezwungen. Sie waren seine Gefangenen. Er hat ihnen das Leben geschenkt. Aber sie mussten ihm schwören, jeden Befehl, den er ihnen geben würde, auszuführen. Auch wenn es ihr Leben kosten sollte. Glaubst du, dass Suran meinen Vater... Glaubst du, dass mein Vater noch lebt? Ja, denn Suran braucht einen Mann wie deinen Vater. Sein Wissen braucht er. Und die Geheimnisse seines Wissens. Solange er nichts verrät, ist dein Vater sicher. Arthur, warum bist du eigentlich weggegangen von meinem Vater? Weil dein Vater mir damals befahl, meinem Gewissen zu folgen. Und mein Gewissen sagte mir, ich sollte alles tun, um den Unterdrückten zu helfen. Muss denn ein Mann deswegen auf alles verzichten, was das Leben ihm sonst noch zu bieten hat? Ganz sicher nicht. Ich würde mich schämen, wenn ich das Leben über dem Kämpfen vergessen würde. Aber noch gibt es zu viel Böses in unserer Welt, als dass ein Mensch nur an sein Glück denken könnte. Ich denke aber oft daran. Wenn ich ehrlich sein soll, ich auch.
Tong, hast du immer noch nicht genug? Doch, den einen hier noch. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, in der Arthur Film Lounge zur Mitte unseres heutigen Fantasy-Folterfilm-Experiments. Oh. Sag mal, in dem ein lockengeföhnter Bizepsbeuger, eine ansatzweise attraktive Arschritzenzeigerin, ein affengesichtiger asiatischer Angelanfänger durch die Botanik latschen, um irgendwen, irgendwo, irgendwas zu retten. Oh. Verdammt, was ist denn los hier? Liebe Zuschauer, keine Angst, ich bin's nur. Oltor, der Unverzichtbare. Ich weiß, Arthur hat mit dieser atemberaubenden Explosionsillusion aus der David Copperfield-Restetonne gerade eben noch ganze Höhlen leer gezaubert. Aber bitte rennen Sie jetzt nicht auch noch ängstlich aus dem Wohnzimmer. Es war wirklich nur ein Trick. Ja. Apropos Trick, ja? Mal eine Frage. Kannst du vielleicht mal damit aufhören? Mit diesem unsäglichen, unsichtbaren Schnauzerschlagtrick? Das, lieber Peter, ist ja kein Trick, das ist Magie. Weil du die Mächte des Bösen verspottet hast, ne? Damit hast du die Invisible Fressepolierer auf den Plan gerufen. Aber zum Glück weiß ich ja, wie man diese zum Schweigen bringt. Aufgepasst, ganz still. Oh. Und jetzt? Ach, das ist doch totaler Blödsinn und kompletter Beschiss. Zur Zeit von Arthur gab's noch gar keine Pistolen. Na und? Mir und vor allem den Machern von Arthritis, dem Unbewegbaren, doch wohl scheißegal. Es gab damals ja auch noch kein Schießpulver oder Papier, drei Wettertaft für Muskelmann-Fokuhilas und kein Ikea um die Ecke, wo sie alle Bewohner der Reihenhaus-Höhlensiedlung die gleichen schmiedeeisernen Feuerschalen kaufen konnten. Ne? Und es ist auch totaler Blödsinn, wenn der wirre Wuschelhaar-Barbar A überhaupt so tut, als könne er schreiben, dann aber B in sein eigenes Gästebuch genau die Zeilen nachkrickelt, die schon jemand anders vorher mit Bleistift vorgeschmiert hat. Also quasi schreiben nach Zahlen, ne? Um als Autor Arthur vor der Alten wahrscheinlich klüger zu wirken oder so. Ne? Also absoluter Mumpitz. Aber wen interessiert's, wenn die Action stimmt und die Story einfesselt? Ja, aber genau das ist doch das Problem mit der ganzen schamlosen Scheiße hier. Es gibt gar keine Story und kein Humor, keine Spannung, keine Action. Nur grobmotorisches Herumgefuchtel mit überdimensionalen Plastikschwertern. Und selbst für eine ramschbeschissene B-Movie-Billigproduktion wie diese ist es eine absolute Frechheit. Die gleiche fickende Höhle immer und immer und immer wieder zu benutzen. Egal ob für die grunzenden Kannibalen-Ötzis, den stammelnden Atomkraftrentner oder Arschgeigen Hansel Arthur und seine dürren chinesischen Toyboy im Seidenpyjama. Alles eine Frage der Perspektive, Peter. Man könnte diesen Mangel an Mitteln auch als gekonnt, ja sogar gewollt bzw. gemusst interpretieren, um so die künstlerische Aussage zu stützen. Ne? Denn filmische Künstlichkeit objektiv zur Schau zu stellen, heißt doch nichts anderes, als sie anzuklagen, bewusst zu machen, zu entlarven und sich gerade dadurch der Natürlichkeit zu verpflichten. Kannst du alles in den Cahiers du Cinéma nachlesen, Nouvelle Vague, mehr sag ich gar nicht. Hast du auch nur ein einziges Wort von deiner wichtigtuerisch dahingeschwafelten Prägenblähung selbst verstanden? Nur ein Wort? Nein.
ich ehrlich bin. Siehst du, siehst du. Auch du kannst nicht jede Scheiße schönreden. Erklär mir doch zum Beispiel mal, wieso Mutti Mila mit Pfeil in der Brust für den Hinweg zu Armleuchter Arthur gerade mal eine knappe halbe Stunde gebraucht hat. Das Trotteltriumvirat jetzt aber gefühlte 3 Jahre für den Rückweg benötigt. Und wieso sie mitten im Wald nur einmal durch eine wabernde Wand hingehauchten Furznebels wandern und plötzlich wieder in der wohlbekannten Allzweckhöhle bei irgendwelchen kannibalistischen Höhlenmenschen und unsichtbaren Ohrfeigenmonstern landen. Ja, ich würde dir gern erklären, Peter, nur fehlen mir dafür die Worte nicht. Dann erkläre mir doch wenigstens noch, wieso du, Paulchen Presswurst, immer noch im heldenhaft muskulösen Roll-Arthur-Outfit hier stehst, ich aber die kackigen Klamotten von Catweasels kolbennasigem Kumpel Sandor tragen muss, dem wohl unfähigsten und dummdreistesten Möchtegern-Magier aller Zeiten. Sandor, sieh diesem Mann tief in die Augen. Ich weiß, dass du seine Gedanken lesen kannst. Er hasst mich, habe ich recht? Ja, er hasst dich wie die Pest. Ja, zugegeben, das ist ein derart mieser Gedankenlesetrick, für den wäre man wohl selbst als Pausenclown im Kindergarten von den Kleinen mit Bauklötzen beworfen worden. Ne? Aber das Outfit, das hast du nur bekommen, weil dir das so großartig steht. Ja, also beziehungsweise ich fand's total scheiße und da dachte ich mir, Mensch, lass das doch den Peter tragen. Ne? Der zieht doch alles an, was man ihm in der Garderobe über den Stuhl legt und wo so ein Herzchen-Post-it von Mama dran bappt. Ne? Hättest du vielleicht gerade mal Lust, das auszuprobieren, das mit dem Gedankenlesen? Hm? Jetzt? Hier? Bei mir? Nein, nein, lieber nicht. Ich meine, könnten ja noch Kinder zugucken. Übrigens, was ist grün und schwimmt auf dem Mississippi? Oh Gott, nein, nein. Ein Alligator. Na gut, quälen wir uns weiter. Ne? Film ab. Sagt mir, wer ihr seid. Wir sind geflohen. Mila. Was ist? Da kommt jemand. Nimm dein Schwert. Wir haben Besuch, Arthur. Besuch? Wer seid ihr? Wir. Wo kommt ihr her? Oh. Wollt ihr uns nicht sagen, wo ihr herkommt? Habt ihr euch verirrt? Wir tun euch nichts. Habt ihr die Sprache verloren? Wir sind aus Suligin. Suligin? Ja. Suligin ist nicht weit von hier. Im Norden. Dort sind meine Eltern geboren. Dann bist du Arthur. Du wirst uns nicht ins Dorf zurückjagen. Warum sollte ich euch zurückjagen? Weil wir von dort geflohen sind. Wir wollen nicht dem Schlangengott geopfert werden. Die Krieger des Schlangengottes kommen jeden Monat in unser Dorf und holen sich ihre Opfer. 6 junge Männer und 6 Mädchen, die bei Vollmond in die Schlangengrube geworfen werden.
Sie kamen vor ein paar Monaten und haben das Dorf überfallen. Ihr hoher Priester ist Bor. Viele aus dem Dorf sind schon in die Berge geflohen. Wir wollen auch dorthin. Der Schlangengott ist Bor, von dem habe ich schon viel gehört. Seit die schwarze Spinne tot ist, bringt man ihm Menschenopfer. Morgen ist bereits Vollmond, Arthur. Ich weiß. Wir bringen euch in euer Dorf zurück. Ich werde mit dem Dorfältesten reden. Sie opfern uns, wenn wir zurückgehen. Komm nur. Lass sie laufen, Tong. Ich kann sie verstehen. Ich würde auch keinem Menschen mehr trauen. Wer geht freiwillig zum Schlangengott? Lass mich gehen. Ich werde mit ihm kämpfen. Weiß, dass er unbesiegbar ist. Sollen wir uns denn alle einfach abschlachten lassen? Ich gehe mit ihm. Wenn wir uns alle wehren würden, könnten wir uns von ihm befreien. Glaubst du? Ich gehe auch mit. Du weißt, dass dein Leben auf dem Spiel steht. Unser aller Leben steht auf dem Spiel. Wenn unsere Männer zu feige sind, werden wir Mädchen kämpfen. Nein, mein Kind, das darfst du nicht. Deine Brüder haben ihr Leben schon durch diesen furchtbaren Schlangengott verloren. Großmutter, irgendwann muss das alles doch ein Ende haben. Leute von Sulichin! Leute von Sulichin, wartet! Ich grüße euch! Es ist Arthur! Arthur, du kommst heute an einem traurigen Tag in die Heimat deiner Eltern zurück. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Wenn du kommst, um zu kämpfen, das können wir nicht. Ihr müsst es lernen. Wollt ihr das ganze Dorf von diesem Schlangengott entvölkern lassen? Führe uns, Arthur. Wir Jungen wollen kämpfen. Arthur, die Schlangenreiter müssen bald hier sein. Sie lagern hinter den Hügeln. Wo ist Ravani? Ravani liegt im Sterben. Es wird nicht mehr lange mit ihm dauern. Ich bin jetzt der Dorfälteste. Ravani war ein tapferer Mann. Das war er. Wir trauern sehr um ihn. Er würde sich nie dem Schlangengott unterworfen haben. Hört her! Wir haben uns gewehrt, als Daka und die Krieger der schwarzen Spinne uns unterjochen wollten. Ich habe Daka vernichtet und die schwarze Spinne getötet. Heute haben wir einen neuen Feind. Bor und seinen Schlangengott. Wollt ihr euch von diesem Ungetriefer knechten lassen? Schwach und mutlos ist nur, wer sich feige verkriecht. Ihr habt gehört, dass eure jungen Männer kämpfen wollen. Lasst euch nicht von ihnen beschämen. Die Krieger des Schlangengottes sind grausam und ohne Erbarmen. Aber sie sind auch überheblich und rechnen nicht mit Widerstand. Wir werden sie hier in eine Falle locken, aus der sie nicht entkommen. Unser Dorf ist nicht befestigt. Aber die Felsen da drüben sind ein natürlicher Schutz. Dort kommen sie mit ihren Pferden nicht durch. Also müssen sie von dieser Seite kommen. Und da werden wir ihnen einen heißen Empfang bereiten. Wir werden ein Hindernis bauen. Ich brauche ein paar Mann, die mir helfen. Du, du und du. Ihr kommt mit mir. Und ihr holt Waffen. Woher? Wir haben keine. Dann macht euch welche aus allem, was da ist. Nein. Ich habe noch einen Dolch, den ich zu brauchen weiß. Gut. Und ich sage nein. Es ist das Ende unseres Dorfes, wenn wir uns wehren. Sollen wir denn alle vor die Hunde gehen? Ihr geht vor die Hunde, wenn ihr euch nicht wehrt. Was ist nur in euch gefahren? Wollt ihr euer Leben als Sklaven einer blutrünstigen Sekte verbringen, ihr jämmerlichen Feiglinge? Arthur, du gehörst nicht mehr zu uns. Ein Mann wie du kann leicht den Helden spielen. Ich hatte gedacht, wenigstens ein Funke von meines Vaters Geist lebte noch in euch. Aber ich habe mich getäuscht. Dann sollen die Alten im Dorf ihr Schicksal alleine tragen. Wer von den Jüngeren so nicht weiterleben will, kann mit mir gehen. Warum willst du im Groll von uns scheiden? Arthur, lass uns Freunde bleiben. Ich war auch ein Freund deines Vaters. Sei uns willkommen in Sulichin. Und verzeih uns unsere Furcht. Wir wollen noch einmal über deinen Vorschlag reden. Verzeih du mir mein ungestümes Verhalten. Ich will nur das Beste für uns alle.
Glaub mir, der Kampf gegen den Schlangenpriester ist nicht aussichtslos. Wenn wir die Rückenseite des Dorfes mit angespitzten Pfählen verbarrikadieren, müssen seine Krieger von den Pferden steigen. Und zu Fuß sind sie nur halb so viel wert. Tong und ich nehmen es mit 100 von ihnen auf. Du wirst sehen, kaum einer von ihnen wird entkommen. Und du meinst wirklich, sie würden uns in die Falle gehen? Ich bin Ravani, sag Arthur, er ist in eine Falle gegangen. Dass ihr euch für feige und wehrlos halten, bin ich ganz sicher. Gib deinen jungen Männern die Erlaubnis, mir zu helfen. Und ich zeige dir, wie schnell man aus einem Dorf eine Festung macht. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Du hast gehört, dass die Schlangenreiter schon unterwegs sind. Gut, dann trinken wir auf ihr Verderb. Ist? Ich habe ihn nicht mehr gesehen, er war verschwunden. Ich wünschte mir, wir wären gar nicht erst in dieses Dorf gekommen. Es ist immerhin meine Heimat und dein Vater hätte an meiner Stelle genauso gehandelt. Der Älteste wird Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Das glaube ich auch. Er wird uns als Opfer anbieten. Ja, aber ich müsste mich sehr irren, wenn die darauf eingehen würden. Sie nehmen uns zwar auch, aber der Schlangengott verlangt 12 Opfer. 6 Männer und 6 Mädchen. Sie werden auch nicht darauf verzichten, unser Dorf zu plündern, wie sie es immer getan haben. Was hat er aber dann davon? Das weiß ich nicht. Vielleicht hat ihn der Hohepriester gekauft, um das Dorf in Angst und Schrecken zu versetzen. Hast du getan, was der hohe Priester dir befohlen hat? Ein Monat ist um. Valon, ich mache dir einen Vorschlag, mit dem du zufrieden sein wirst. Ich gebe dir Arthur und die Tochter des weisen Akronos, wenn ihr dafür unserem Dorf die Opfer für den Schlangengott erlasst. Die Hütten nieder! Nein! Ah!
Ich will das Dorf brennen sehen und lass keine von den Ratten am Leben. Die nehmt sie natürlich nicht, die nehmen wir mit. Hier sind die Juwelen, die ich versprach. Und ich bitte dich, ein weiteres Geschenk von mir anzunehmen, hoher Priester. Eine Opfergabe für deinen Gott. Ich danke dir für deine Gabe. Die große Schlange weiß Freunde zu schätzen. Aber wenn du als Gegengabe Arthur von mir erwartest, hast du dich getäuscht. Arthur und die Tochter des weisen Akronos werden die Krönung unseres heutigen Opfers sein. Hast du gehört, Arthur? Ich wollte eigentlich das Vergnügen haben. Mach dir darüber keine Sorgen. Du wirst es haben. Der weise Akronos hat mich gelehrt, dass der Unterschied zwischen Güte und Dummheit nur ganz, ganz gering ist. Die große Schlange wartet. Bringt die Opfer her! Ja, ja. Zum Opfer, wie du befohlen hast, Mädchen und Jünglinge da, zum Dank für deinen Schutz und deine Hilfe. Nimm gnädig auch das größte Opfer an. Arthur, deinen Feind, und Mila, die Tochter des Mannes, den sie den weisen Akronos nennen. Gib uns weiter die Kraft, deine Feinde zu besiegen und ihre Länder für dich zu erobern. Nein! Nein!
ist ohnmächtig geworden. Schade. Die große Schlange liebt es, wenn sie sich wehren. Die nächste nehme ich selbst. Mit uns zufrieden sein. Nein, ich bin euch das nicht lieb. Fesseln los! Ich muss ganz dringend einen alten Atomopa befreien und Schlumpfdorf vor dem Schlangengott retten! Mann, gehst du mir aufs Gekröse mit deiner memmenhaften Jammerei. Du stehst da an so einem mickrigen Bleistiftmachterfall mit Oberarmen wie Thorsten Legert nach einer Spinatinfusion und flänzt wie ein Topmodel, das einen Big Mac essen soll. Hast du schon mal versucht, die Hände mit ein bisschen Schmackes auseinanderzureißen, so etwa? Wie, meinst du, so? Ja, das geht ja. Sieh mal einer an. Ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man so stark ist, ne? Nee, apropos stark. Kannst du mir bitte mal erklären, wieso ich hier heute schon zum dritten Mal so ein albernes Armleuchterkostüm trage? Also entschuldige mal. Du bist Zoran, der maliziöse Malefizmeister der Murksigkeit. Vor dir zittern ganze, viele. Eben nicht. Niemand zittert vor mir. Weil ich aussehe wie ein bleichgeschminkter Schmierenschwachmat aus Usbekistan, der sich in einem 12,50-Euro-Kostüm aus dem Kölner Kinderkarneval als Vortänzer für eine schwule Genghis Khan-Revival-Band bewerben möchte. Und du, dicker Speckmolch, machst da den Helden-Hattrick als Superman mit Megamuckis. Das stünde rein körperlich-rechtlich eigentlich mir zu. Ich bin Pator Rütten, der Unvergleichbare. Ja, siehst du? Und genau deswegen. In jedem Schläferz versuchst du inzwischen mit irgendwelchen Tricks irgendwo blank zu ziehen. Was? Und dich halbnackt zu präsentieren. Nur damit die verliebt fiependen Päter-Groupies da draußen sich in ihren eigenen Speichel wälzen und in den alkoholisierten Eisprung schmachten. Ne? Das wollte ich wenigstens einmal auch erleben. Einmal einen Körper haben, der mir zusteht. Kannst du mir das nicht einmal im Leben gönnen, Mensch? Doch, aber das mit dem Blankziehen wollen, mein Freund, das nimmst du jetzt sofort zurück. Das ist ja wohl eine echte Unverschämtheit. Du sorgst doch immer dafür, dass ich hier regelmäßig rumstehe wie ein billiges Nacktgymnastikmodel, das sie bei Sport 1 nachts im Studio vergessen haben. Du! Ich muss bei deinen Folgen doch inzwischen schon darum betteln, dass ich überhaupt mal angezogen moderieren darf. Ah ja, das stimmt natürlich. Ne? Aber ein bisschen Sex ist halt auch immer gut für die Quote. Ne? Und ich kann das nun mal nicht immer liefern, ne? Aus offensichtlichen religiösen Gründen. Ne? Aber heute, nur heute, wollte ich mich einmal ein ganz klein bisschen wie ein Päter fühlen. Klar, kann ich schon verstehen. Also, wenn ich nicht ich wäre, wäre ich wahrscheinlich auch gerne ich. Hä? Also gut, Schwamm drüber, ja? Kommen wir mal zurück zu Arthur, der Unbelichtete. Für mich ist das ja inzwischen das filmische Äquivalent zu einem Frontalaufprall in den Arsch von einem Blauwal mit Vollgas ohne Anschnallgurt. Hier zum Beispiel diese hilflos gestümperte Stammelei von Gevatter Föhnfriese mit den zwei leicht blöden Bauerntrampeln. Überhaupt Laientheater zu nennen, wäre eine Beleidigung für selbst die schlechtesten Laientheater dieser Welt. Wir wollen nicht dem Schlangengott geopfert werden. Die Krieger des Schlangengottes kommen jeden Monat in unser Dorf und holen sich ihre Opfer. Sechs junge Männer und sechs Mädchen, die bei Vollmond in die Schlangengrube geworfen werden.
Sie kamen vor ein paar Monaten und haben das Dorf überfallen. Ihr hoher Priester ist Bohr. Viele aus dem Dorf sind schon in die Berge geflohen. Wir wollen auch dorthin. Der Schlangengott ist Bohr, von dem habe ich schon viel gehört. Ja, Peter, das kann man so sehen. Ne? Oder aber man sieht diesen plakativen Dilettantismus als gewollt stilistisches Mittel, um den Zuschauer herauszureißen aus seiner einlullenden emotionalen Einbindung. Ja? Verstehst du? Spontanität, das holprige Arbeiten ohne Drehbuch, die improvisatorische Logik, also nicht Involvierung, sondern Bloßstellung, rationale Distanz und reflexiver Diskurs des Gezeigten sind hier die obersten Ziele. Hä? Wäre möglich. Ach so. Nun, du meinst, Arthur, der Unverarschbare, versteht sich nicht als Genrefilm, sondern als Metagenre. Denn in der Vermischung verschiedenster damals erfolgversprechender Genres liegt eigentlich nur die Entlarvung der Mechanismen, befeuert durch gezieltes Unterlaufen von Erwartungshaltungen. Nichts ist verlässlich, alle Hoffnungen werden enttäuscht, indem alle Genres, alle Zeitepochen gemischt und Versprechungen schlicht nicht eingelöst werden. Was? Genau so habe ich das auch gemeint, denke ich mal. Ne? Also auf den ersten Blick wirkt das vielleicht alles scheiße und billig, ne? So als hätte die Logik strengstes Hausverbot. Also hier zum Beispiel, da ist eben noch allergrößte Hast wegen anstehender Rettung vom alten Onkel Akropolis angesagt. Aber dann machen unsere Helden plötzlich am helllichten Tag auf einer Wiese erstmal ein gemütliches Nickerchen. Und anstatt ihren eigentlichen, so mega dringlichen Auftrag zu erfüllen, gehen sie lieber erstmal noch Arthurs Heimatdorf befreien, das übrigens aussieht wie eine Mischung aus einem alttestamentarischen Israeliten-Zeltlager und einer verklemmten Nudistenkolonie in der Kieskuhle von Köln-Nippes. Ne? Auch wenn Arthur dann ja erstmal einen 1A-dramatischen Auftritt hinlegt wie Winnetou, der sein Pferd und die Klamotten verloren hat. Ich grüße euch! Es ist Arthur! Ganz genau, aber auf den zweiten Blick geht es vielleicht lediglich darum, Genrekonventionen durch bewusst absurde Platzierung offenzulegen. In jedem anständigen Barbarenfilm seit Conan muss man schließlich gegen mindestens einen Schlangengott kämpfen und jeder ordentliche Held muss natürlich auch einmal verraten und dann in letzter Sekunde von seinen treuen Kumpanen gerettet werden. Ja. Oder auch gerade nicht. Das sollten wir uns nämlich noch mal in voller Länge gönnen. Da will Bruder Dickbart unseren Arthur also absolut stümperhaft mit einem vergifteten Freundschaftstrunk ausschalten, was unsere naive Nuss natürlich nicht checkt. Aber dafür hat er ja noch seinen treuen Kumpel Tong, der noch beim Zuprosten die lebenswichtige Warnung erhält. Ich sag Arthur, er ist in eine Falle gegangen. Da, Tong weiß Bescheid, aber er kann seinen Ohren nicht trauen. Lieber noch mal in Ruhe nachdenken. Vielleicht hat er sich ja verhört, aber nein, kein Zweifel. Arthur ist in Gefahr. Huiuiuiui, jetzt ist aber Eile geboten. Da zählt jede Sekunde. Auf zum Warnen, geschwind, husch, husch. Ja, es wird noch getrunken, Gott sei Dank. Es ist noch nicht zu spät, theoretisch jedenfalls. Aber noch kein rettender Tong in Sicht. Ups, da fängt der alte Arthur doch ganz langsam an zu schwanken. Hat er etwa einen zu viel gebechert? Oder war da ein Schlafmittel im Kakao von Bud Spencer? Ha! Da ist Tong gerade noch rechtzeitig. Nein, zu spät. Arthur geht in den Schlummermodus. Doch da zieht Tong den Säbel und stürmt nach vorn. Nein, sind doch zu viele und er verpisst sich lieber. Jetzt sag mal, da kriegt man beim Zusehen doch Reude in der Kimme. Hä? Mhm. Steht dieses nutzlose Riesenarschloch minutenlang da wie eine Kuh, wenn's donnert? Statt einfach seinem bematschten Barbaren Bromer kurz eine Warnung zuzurufen. Ist das wirklich ein künstlerisches Spiel mit der Metaebene? Also ein pfiffiges Verweigern des Erwartbaren? Oder ist es doch einfach nur Scheiße? Nein, es hat keinen Sinn, sich das schön zu reden. Es ist und bleibt einfach Scheiße. Ein Riesenhaufen saublöder, stinkender, langweiliger und beschissen verkackter Scheiße. Ende. Danke für deine feinfühlig detaillierte Expertise, Peter. Genau das habe ich nämlich auch befürchtet, ne? Da waren wir wohl mal kurzzeitig auf dem falschen Dampfer. Oh ja. Ja, tut mir leid, liebe Zuschauer. Da hilft dann wohl nur noch Zähne zusammenbeißen und vielleicht vorher noch schnell einen Schieferkiefer-Zungentriefer einfüllen, ne? Notfalls auch mit Schlafmittel. Also, auf zum letzten Teil. Los, wo bist du? Nein!
Ruhe, Große. Wir danken dir, dass du die ersten Opfer, die wir dir dargebracht haben, angenommen hast. Schenk uns auch weiter deine Gnade, damit wir deine Herrschaft über alle Länder ausbreiten können. Jetzt wer da! Dein Vater kann dir nicht helfen, Tochter des weisen Akronos. Beweg dich nicht. Nicht bewegen. Wenn Vater in seiner Gewalt hat, sollten wir vorsichtig sein. Soran weiß, dass ich entkommen bin. Er wird uns eine Falle stellen. Gibt es einen Weg, den er nicht kennt? Ja, es gibt einen Geheimgang hinter der Mauer. Den kennt nur mein Vater und ich. Wir müssen im Schloss sein, bevor sie etwas merken. Dein Vater hat ein Gerät konstruiert, mit dem man fliegen kann. Er hat mir davon erzählt. Hast du eine Ahnung, wo es ist? Ja, ich glaube in einer Höhle hinter der Felskuppe. Ich könnte Sie mit einem solchen Apparat überraschen. Ja, ich erinnere mich. Es muss noch dort oben an dieser Felskuppe sein. Dann werde ich den Vogel Flüge machen und ihr zwei geht durch den Geheimgang.
Ich werde sie in Atem halten. Und ihr müsst versuchen, Akronos zu finden, bevor Soran weiß, dass ich da bin. Ich hoffe, dass mein Vater noch lebt. Es geschafft. Es ist fantastisch. Wir müssen uns beeilen, wenn wir zur rechten Zeit im Schloss sein wollen. Oh. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas möglich wäre, Tom. Was ist denn das da oben? Sieht aus wie ein Riesenvogel. Riesenvogel gibt's doch überhaupt nicht. Es ist ein Mensch, der da drunter hängt. Du spinnst ja, ein Mensch kann doch nicht fliegen. Ich weiß, dass du etwas Ungeheures entdeckt hast. Wo ist der Strahlende? Herr! Ein fliegender Mensch! Ist das Arthur da oben? Ja. Ich habe ihm gezeigt, wie man die Luft beherrschen kann. Wenn du ein Mann wie Arthur gewesen wärst, würdest du jetzt auch fliegen können. Du kennst mich immer noch nicht, Akronos. Ich kenne dich besser, als du glaubst. Du bist ein Machtmensch. Das Böse in Person. Ein Mensch, der mit Gewalt und Folter seine Mitmenschen unterjochen will. Halt's Maul, du Idiot! Du wirst mir alles sagen, was ich wissen will. Hey!
dass du dein Wissen für dich behalten kannst. Ich habe Mittel, dich zu zwingen. Steh auf! So viel Zeit haben wir nicht mehr. Wo ist der Strahlende? Du bist in meiner Gewalt, Akronos. Und du weißt, dass ich vor nichts zurückschrecke, alter Mann. Also sag mir, wo du dein Geheimnis versteckt hast, bevor es für dich zu spät ist. Ich lasse dich so langsam sterben, dass du gewünscht hättest, nie gelebt zu haben. Also überleg es dir. Wo ist das Strahlende? Ich finde es und werde sein Geheimnis lüften, auch wenn ich kein Wort aus dir herauspressen kann. Du vergisst, dass ich dein Schüler war, Akronos. Du hast mich gelehrt, die Rätsel der Natur zu entschlüsseln. Arthur, ich wusste, dass du kommen würdest. Gut, dann soll sich zeigen, wer von uns beiden der Bessere ist. Große Arthur braucht zwei Schwerter, um sein Leben zu retten. Du bist immer noch derselbe Dummkopf wie früher. Komm! Jetzt habe ich zwei Schwerter und du wirst sehen, dass ich sie gebrauchen kann. Den Mut verloren? Seit wann weicht der große Arthur aus? Greif an, du Feigling! Du nimmst doch sonst immer das Maul so voll! Er wird seiner Strafe nicht entgehen. Aber warte, bis wir ihn vor ein Gericht stellen, vor dem er sich verantworten kann. Ihr beide seid einmal Freunde gewesen und ich war euer Lehrer. Lass andere über ihn urteilen, Arthur. Beflecke deine Hände nicht mit dem Blut eines Wehrlosen. Keiner von uns ist unfehlbar. Seid gerade noch zur rechten Zeit gekommen. Mila, ich wollte dir sagen, dass ich weiß, Arthur, dass du nicht hierbleiben kannst. Aber ich werde eines Tages zurückkommen. Ja. Und ich werde auf dich warten, Arthur. Auch wenn du nicht wiederkommst. Ich komme zurück. Versprich mir nichts. Sobald ich meinen Auftrag erfüllt habe, gehst du dann mit mir? Ja. Jetzt braucht dich dein Vater noch. Du bist das Liebste, was er hat. Bleib du bei ihm, Tom. Thank you.
das Strahlende in den tiefsten Felsklüften vergraben. Doch eines Tages in fernen Zeiten werden andere entdecken, welch ungeheure Kraft in den kleinsten Teilchen der Materie steckt. Möge der Himmel geben, dass dann die Menschheit so weise ist, die Energien klug zu nutzen und sich nicht durch sie selbst zu vernichten. Auf Arthur ruht meine Hoffnung, die Menschheit in eine Zukunft zu führen, die lebenswert ist. Wo immer Machtgier und skrupellose Gewalt die Völker zu Sklaven der Herrschenden machen will, wird er helfen. Unterdrückung und Knechtschaft müssen aus der Welt verschwinden, wenn die Menschen frei atmen und glücklich sein sollen. Das ist der Auftrag, den ich Arthur gegeben habe. Möge das Schicksal ihm die Kraft geben, diesen Auftrag zu erfüllen. Kleiner Scherz. Guck mal, die ist gar nicht echt, Peter. Ja, hier. Das war nur Spaß. Bist du ja verrückt? Auch wenn das mit Sicherheit realer aussah als eben bei unserem alten Sixpack-Buddy Arthur. Ne? Also dieser verzweifelte Fight mit einer unbeweglichen und aus alten Treckerreifen zusammengeklebten Monsterschlange. Wow, das muss schon echt anstrengend gewesen sein für Miles O'Kiff, ne? Diesen riesigen, leblosen Gummischlauch so lange hin und her zu ruckeln, damit auch nur entfernt der Eindruck eines Todeskampfes entsteht. Das ist die große Ed Wood-Schule der verkackten Action-Inszenierung. Das muss man sich erst mal trauen in den 80ern. Ich meine, wo es ja sogar schon Batterien gab, ne? Wenn man deinen früheren verzweifelten Argumentationsversuchen folgen würde, könnte man dies aber auch eine augenzwinkernde Referenz in Richtung Conan nennen. Darüber hinaus auch stringent in der Aussage. Erst die größtmögliche Erwartungshaltung aufbauen, es geht schließlich gegen eine Gottheit, und diese dann gnadenlos subversiv unterlaufen. Quasi postmoderner Dekonstruktivismus, durch den der Zuschauer gezwungen wird, sich die Frage nach Sinn und Affektmechanismen eines Mainstream-konformen Kinos zu stellen. Stichwort Metagenre. Gut aufgepasst, Peter. Das könnte man alles sagen. Aber das wäre vollkommener Schwachsinn. Denn Arthur, der Unverzehrbare, ist keineswegs Meta, sondern ein glasklarer und lupenreiner Genre-Diamant. Eine wahre Perle seiner Klasse. Ein leuchtendes Beispiel. Hä? Eine Perle des Genres Barbarenfilm oder Fantasy oder... Nein, Peter. Eine Perle des Genres Scheißfilm. In der Klasse des beschissenen Films ist Arthur ein wahrer Gigant. Da macht er nichts, aber auch gar nichts falsch. Einen solch schäbigen Schlangenschiss-Schundhaufen könnte man selbst mit meinen übermenschlichen Fähigkeiten nicht mehr schönreden. Den muss man einfach nehmen und schätzen als das, was er ist. Allein das Finale der Reptilienrangelei, also ich meine, da kuschelt der alte Zottel minutenlang im Stockdunklen mit der toten Profilnatter, ne? Dann findet er den so zu wie auch unauffällig platzierten angespitzten Holzpflock in der Wand und haut ihn der querschnittsgelähmten Pythonleiche in die Runkel. Ende. Tja, hätte ja eigentlich auch schon vorher mal einer mit einer Waffe in den Keller gehen und die lahme Schnarschlange abmurksen können. Also so schwer war es ja nicht. Nee. Stattdessen hat man aber lieber immer wieder hosenschissig Menschenopfer in die Grube geschubst, damit sich die heilige Blindschleiche groß und fett frisst, bis sie sich nicht mehr bewegen kann. Apropos, sind Helden nicht eigentlich dazu da, den Tod Unschuldiger zu verhindern? Arthur steht jedenfalls teilnahmslos im Raum wie Omas Stehlampe, während die Nebendarsteller verfüttert werden. Eigentlich
Eigentlich besteht ein riesiger, furchteinflößender Schlangenkult auch aus mehr als 5 halbnackten Turbantunten mit Hängetitten und einem Hohepriester, der aussieht wie Salvador Dali als Leiter eines arabischen Gay-Swinger-Clubs und auch noch zu blöd ist, sein Schwert anständig zu ziehen. Immer beim Rausziehen an der Klinge anfassen, liebe Zuschauer. Ganz wichtig, da wo es scharf ist. Wenn das Schwert sich rot färbt, heißt das, Sie haben alles richtig gemacht. Okay, verlassen wir vielleicht lieber auch noch mal diese oberpeinliche Indiana Jones Gedächtnisschlangengrube im Hobbykeller von Bruder Schwarzschnauz und kommen zu einer anderen Frage. Wieso wurde aus dem popligen Höhlenherrenhaus von Akronos, in dem jetzt ja Zoran waltet, plötzlich beim Überflug des Barbargleiters Aviator ein riesiges Schloss mit bayerischer Landesfahne? Wieso? Eine sehr gute Frage, die ich gern beantworte, wenn du mir vorher Folgendes erklärst. Woher hat die alte Akronus überhaupt einen Paraglider hier im Land der Hunnen und Urmenschkannibalen? Wie kommt unser Flughörnchen Arthur aus dem Tal unten überhaupt nach oben über das Schloss? Und wo hat er plötzlich die handgemachten Handgranaten her? Kannst du mir das erklären? Nun, Peter, lass mich antworten mit einer bedeutungsvollen Weisheit aus dem barbaren Bauernkalender des klugen Meisters Alkopop. Der weise Akronos hat mich gelehrt, dass der Unterschied zwischen Güte und Dummheit nur ganz, ganz gering ist. Das ist wahrhaftig der wohl dämlichste und unspektakulärste Abgangsspruch eines Superschurken, den ich je gehört habe. Passt allerdings zum ebenso unspektakulären und sinnlosen Abgang von Arschgesicht Arthur, der am Ende seine ja doch ansatzweise attraktive Schweißbandschnitte einfach so ungebumst in der Botanik stehen lässt und dann... Peter, es gäbe wahrlich noch vieles, über das wir sprechen können. Fickender!